Gute Eintracht-Fans, wir sind an Tag 2, heute ist Spieltag, wir sind immer noch in Barcelona und wie könnte man besser in den Spieltag starten als am Strand? Ist das nicht geil? Auswärtsspiel, Strandfeeling und es ist noch ein paar Stunden Zeit bis heute Abend und ich habe mir gedacht, so ein kleines Mittagessen wird mir doch ganz gut tun. Ich laufe hier am Strand entlang, wir sehen diese obergeile Tapas-Bar direkt im Sand und ihr glaubt nicht, wer da hockt. Ein Großteil, naja, ein Teil unserer Frauenfußballmannschaft. Ich schau mal, ob die Ladies noch einen Platz für mich frei haben und vielleicht haben die Bock, mit mir ein paar Tapas zu futtern. Auf geht's! Ich hoffe, die Ladies wissen schon Bescheid. Einen wunderschönen guten Tag, die Herrschaften. Grüß Gott. Ich habe gesehen, ihr habt noch ein Plätzchen frei. Hallo, ich bin der Bernd. Ich hätte ja fast gefragt, was macht ihr hier heute, aber es dürfte fast klar sein, oder? Macht ihr Urlaub? Seid ihr geschäftlich hier, oder? Nee, wir sind hier, weil die Eintracht spielt gegen Barcelona. Ach was! Ja, was ein Zufall. Wir auch. Ja, schön. Und wir unterstützen die ein bisschen. Sehr schön, das haben wir auch vor heute. Ich finde es ja super, dass ich mich hier anschließen darf. Habt ihr euch denn schon was ausgesucht? Oder? Das sieht doch alles ganz geil aus, gell? Wir sind ein bisschen überfordert von der Karte. Oh, das unterstützen. Ja, weil meine Kernkompetenz ist Essen, wie ihr seht. Ja? Warum lacht ihr da jetzt? Nein. Und wir haben das Glück gehabt, wir haben Eintracht-Fans getroffen, die auch Bock haben, uns hier... Ihr habt doch schon gegessen, oder? Ein wenig. Tickets habt ihr alle schon? Gerade so bekommen. Seid ihr glücklich dran, ja? Sag, wo kommt ihr her? Wiesbaden. Wiesbaden. Und Fulda. Fulda. Das ist auch noch Hessen, oder? Ja, Spaß, ja. Grüße gehen raus nach Fulda. Nein, ich bin ja auch Wiesbadener. Sehr, sehr geil. Gut, dann schauen wir mal, was die Damen sich schon ausgesucht haben oder ob ich da ein bisschen unterstützen kann. Sag mal, die Damen, wie sieht es denn aus hier in so einem Strandrestaurant? Ist ja Seafood an der Tagesordnung, ne? Seid ihr denn da auch so, seid ihr so Seafood-Typen, oder? Eher weniger. Ja, hervorragend. Das passt natürlich prima. Aber ihr habt Bock, mal was zu probieren, oder? Wir können ja so Einsteigerfisch machen. Wobei? Ja, na klar. Also ich mache es immer so, ich bestelle mir die ganze Karte und gucke, was gut ist. Ja, machen wir heute mal nicht. Wir Eintracht zahlen. Die Eintracht zahlen? Oh je, wer weiß das schon, ne? Aber gut, okay, wir gucken mal gemeinsam drauf und dann schauen wir mal, was der Wirt uns auftischt, ja? Habt ihr denn, sag ich mal, wir machen das immer so, wenn ich mit meinen Leuten essen gehe, ne, und die haben keinen Bock oder keine Ahnung oder und die sagen, guck du doch mal, dann sag ich immer, jeder ein Gericht, den Rest mach ich. Ja, ihr. Okay. Ja, so einfach ist es. Ich glaube, wir haben schon ein bisschen drüber geguckt, oder? Okay, ja? Ihr wisst schon was? Gut, dann gucke ich auch noch mal drauf, wenn ich mir die Karte kurz klauen darf. Und dann bestellen wir und das nächste Mal, wenn wir uns sehen, ist der Tisch voll mit Essen. Haben wir mitbekommen, hier die Tage gab es ja ein Spiel im Camp Nou, ein Frauenfußballspiel, ein Champions League-Spiel, da gab es einen Zuschauerrekord. Und der Laden war dazu ausverkauft, so wie ich das mitbekommen habe. Ne? Frauenfußballspiel mit fast 100.000 Zuschauern, krass, oder? Wie seht ihr das? Was macht das mit euch, wenn ihr das seht? Ja, extrem cool. Ich glaube, also der Frauenfußball ist ja schon lange so ein bisschen im Aufwind und dass wir das jetzt so miterleben dürfen, ist glaube ich schon was ganz Besonderes. Ja. Ist ja irgendwie auch quasi, ich meine, ihr seid jetzt hier natürlich, um die Herrenmannschaft zu supporten heute, ne? Aber ich meine, mit einem Auge guckt man doch drauf und denkt, ja, Champions League könnte ja eventuell auch noch kommen und so, vielleicht spielen wir hier demnächst auch mal. Ja, da darf man auch mal ein bisschen träumen, oder? Ja, das ist voll cool. Weil wir auch Spielerinnen kennen, die hier ein paar Wochen hier im Camp Nou spielen werden. Also zum Beispiel, ich komme gerade von der Nationalmannschaft und da haben wir Wolfsburg-Spielerinnen dabei, die hier im Camp Nou vor den ausverkauften Rängen dann spielen, was mega geil ist. Man freut sich mega für die und es ist ja total neu, dass wirklich so viele Tickets verkauft werden. Da ist natürlich auch die Motivation nochmal eine ganz andere wahrscheinlich, gell? Ja. Also ich meine, klar sind die immer motiviert, aber es ist doch das ist doppelt Bock irgendwie, oder? Das ist halt genau das, was man sich irgendwie wünscht für den Sport, so viel Aufmerksamkeit und Sichtbarkeit. Das ist, glaube ich, einfach für jede Spielerin, die dabei ist, ein Riesentraum, der in Erfüllung geht. Also ich hoffe, dass ich das auch erleben darf eines Tages. Ja, ich glaube, da würdet ihr alle nicht Nein sagen, oder? Ja? Also wir auch nicht. Ja? Und es geht auch raus an euch da draußen. Ne? Guckt euch auch mal Frauenfußballspiele an, falls ihr das noch nicht macht. Und ich sage das bewusst, weil ich muss zu meiner Schande zugeben, so viele Spiele habe ich da auch noch nicht gesehen. Aber das, was die Ladies da abliefern, ist echt nicht ohne. Und die sportliche Situation ist ja eigentlich sehr gut aktuell. Ne? Also da kann man sich ja... die eine oder andere Herrenmannschaft sich mal eine Scheibe von abschneiden auch, ja? Also gut, dann, ich sehe schon hier Brot Aioli, da geht's schon mal locker leicht los mit. Ist denn heute hier so, sag ich mal, ihr seid ja ein bisschen auf Urlaub hier, ne? Und ihr müsst ja natürlich auch streng nach Ernährungsplan, ihr seid Sportlerin, aber darf man mal so ausreißen hier auch, was Essen betrifft an so einem Tag? Ja,
Ja, wenn es Ausnahmen sind, dann auf jeden Fall. Ich meine, man ist nicht immer hier in Barcelona, deshalb kann man sich da auch mal was gönnen. Geht doch mal ein bisschen Aioli. Ja? Ja. Aber im Aufgang gibt es ja so einen leichten Fisch, das ist das schon wieder okay, oder? Ja, das geht dann, das gleicht sich dann aus. Ja, das ist gut, das ist gut. Naja, ich muss ja keine Kalorien zählen, glücklicherweise. Weil wenn es erstmal vorbei ist, dann ist es vorbei, weißt du? Das sieht doch hervorragend aus, ne? Ihr steht natürlich, ja, wenn ihr euch wundert, warum hier jetzt so viel Fisch auf dem Tisch rumsteht, ne? Das Team soll ja auch nicht ohne Essen nach Hause gehen heute, ne? Die sind ja super fleißig, stehen in der Sonne, holen sich einen Sonnenbrand und haben wieder nichts davon. Und wir lungern vor der Kamera rum und dürfen uns den Bauch vollschlagen, ne? Aber guck mal, heute nur so ein bisschen, ja, fang ruhig an, auf jeden Fall. Ja, ja, ist gar kein Problem, ne? Wir haben es ja schon gesehen. Ne? Aber guck mal, so ein bisschen was Frittiertes, das ist was für Einsteiger, ja? Ja, ja, auch wenn du nicht so auf Seafood unterwegs bist. Frittierte Kalamares, Tittenfischringe. Ja? Gerne auch einfach ein bisschen Zitrone oben drüber und dann von ein bisschen von der Soße. Ist gut, oder? Ihr wisst ja, wenn man es. Genau, mach das mal. Wenn man es nicht sehen soll, geht immer ein bisschen panieren und frittieren. Das geht immer. Ja, ja, ja. Aber guck mal, das ist doch schön, wenn das so die Beilage bleibt, dieser Deep Fried Shit, ja, und du hast dann so ein schönes Gemüse-Fischgericht. Das ist doch, ich glaube, das entspricht dem Ernährungsplan, ja? Ja gut, dann hauen wir uns ein bisschen was rein, oder? Auf geht's! Hey Blondie, welcome to Barcelona Beach! Ja, wunderbar. Fisch war gut, sagt ihr? War super, muss man mal machen, gell? Und so ein bisschen Tintenfisch ist schon was für Einsteiger, ne? Ja, war auch lecker. Okay, siehst du, da habe ich doch wieder alles richtig gemacht heute. Helmut, ich danke dir heute nicht. Dankeschön. Pass mal auf, ihr habt gesagt, ihr wollt los. Ich habe noch ein kleines Date. Ich bedanke mich für die... Ja, also ganz ehrlich, hätte mir gestern einer erzählt, dass ich so charmantes Mittagessen heute Begleitung habe, ne? Da hätte ich doch gesagt, ihr verarscht mich doch von vorne bis hin. Vielen, vielen Dank. Es hat mir super viel Spaß gemacht, euch kennenzulernen. Es war super aufschlussreich. Und ich hoffe, dass ihr heute Abend voller Inbrunst die Mannschaft mit nach vorne brüllt. Ich werde Acht geben darauf, ne? Vielleicht sehen wir uns ja im Stadion. Ich habe jetzt noch ein kleines Date und verabschiede mich mal. Ja? Dann vielen herzlichen Dank für alles. Rechnung macht ihr, oder? Ja. Ja? Super, danke, ciao. Leute, guck mal, wen ich auf dem Weg nach vorne getroffen habe. Wir haben unser Eintracht-Mitglied Marcel, ein echter Local, ein Barcelona-Homie. Ja? Sag mal, Marcel, was treibt dich denn hierher überhaupt nach Barcelona? Also, ich habe gestern schon festgestellt, es gibt viele Eintrachtler in Barcelona, ja. Aber jetzt findet man sie. Aber was treibt dich hierher? Was machst du hier? Die Arbeit. Also, ich bin mit der Arbeit hergekommen. Ah, ja, gut. Nach Barcelona, nach Spanien, bin ausgewandert. Direkt eigentlich nach der Uni vor 20 Jahren. Oh, 20 Jahre? Du bist schon seit 20 Jahren hier? Ja, seit 13, 14 Jahren bin ich in Barcelona und davor habe ich im Norden gewohnt, in Oviedo, in Asturien. Wie machst du das dann mit den Heimspielen? Ja, war viel Flugverkehr. Viel Flugverkehr. In der Pandemie war es natürlich ein bisschen abgeflacht, aber ich war mehr auf Auswärtsspielen als bei Heimspielen. Okay. Dadurch, wenn du dann sowieso reisen und fliegen musst, dann habe ich natürlich fremde Stadien mitgenommen und mir angeguckt. Ja, das ist natürlich auch geil. Ja. Gerade in Europa, ne? Ja. Aber jetzt sag mir, als du das Los gesehen hast, was ist passiert mit dir? Also für dich muss ja noch geiler gewesen sein als für uns. Total, total. Also ich habe meinem Sohn, der ist 12, dem habe ich mal vor 6 Jahren gesagt, so, also das wäre ja der Wahnsinn, wenn die Eintracht mal gegen FC Barcelona spielt. Das wäre der Wahnsinn. Die haben ja ständig in der Champions League gespielt und er hat sich immer nur Champions League-Spiele angeguckt. Und ich habe gesagt, ja, wir spielen in der Euroleague und der Euroleague, was ist das? Und das, heißt, du hast in der Erziehung da Fehler gemacht und der Daniel ist Barca-Fan, oder was? Nein, er ist zwiegespalten. Ich denke, heute... Komm, mal gucken, wie das Spiel läuft. Wenn er sieht, dass Papa sich so freut, weißt du, dann, wenn wir heute Abend mit einem grandiosen Sieg nach Hause fahren. Aber hast du schon einen Tipp für heute Abend? Was denkst du denn? Ich hoffe, dass wir 2-1 gewinnen. Five up. Realistisch weiß ich nicht, aber die Hoffnung stirbt zuletzt.
Ja, aber es ist, also ich, nach dem Hinspiel ist doch vollkommen klar, dass wir hier noch Chancen haben. Ja, ne, das ja? Also ich meine, nach dem 1-1, wenn du da jetzt ein Tor machst, dann ist alles drin. Weil die Barca-Fans, die werden dann auch ruhig, nervös, wir geben Gas und dann ist alles möglich. Ich glaube auch, dass heute alles möglich ist. Mhm. Aber guck mal, was für eine grandiose Kulisse. Und du kannst es jeden Tag haben. Das ist ja schon ziemlich geil. Ich sag mal so, Barcelona wäre nichts für mich, weil das Waldstadion halt weit weg ist. Ne? Aber ich sag mal so, hier so ein Mittagessen am Strand. Und wir waren gestern hier so im Markt und haben so ein bisschen, ja keine Ahnung, Tapas gemampft und Bratwurst und was nicht alles gibt. Also das, man kann schon aushalten hier, ne? Ja, total. Also für mich, bis auf die Eintracht, zieht es mich eigentlich sehr selten wieder nach Hause, weil meine Familie und Freunde, die haben sich sowieso überall verteilt in der ganzen Welt. Also gehe eigentlich meistens, wenn ich in die Heimat fliege, zur Eintracht. Ja, ja, das ist ja auch ein guter Grund, in die Heimat zu fliegen. Ja? Also ich kenne es ganz ähnlich. Ich war ja mal nicht so weit weg wie du, aber ich habe auch mal einen Teil meines Lebens in der Nähe von Stuttgart verbracht. Mhm. Aber ich war halt auch auf jedem Spiel. Ne? Ja. Aber du fährst halt, es sind insgesamt 4-4,5 Stunden immer hin und zurück. Ne? Ja. Ja. Aber für dich in etwa auch. Ja, vom Flieger. Mit dem Flieger ist auch ungefähr dieselbe Zeit. Und wenn man rechtzeitig bucht, ist auch nicht so teuer, oder? Nee, also das hast viele Möglichkeiten. Also kannst, wenn du nicht auch angewiesen bist auf eine ganz bestimmte Zeit oder so, dann kannst du spielen, nach dem billigsten Flug suchen. Was ist durchschnittlich so der Preis dann? Hin und zurück wahrscheinlich so 200, zwischen 150 und 200. Absolut also okay. Ja. Da habe ich nach Aue schon mehr bezahlt. Ja. Sagt ihr, wie es ist? Ja. Das glaube ich, ja. Jetzt haben wir ja Spieltag heute und wenn ich mich so ein bisschen umschaue, die ganze Stadt ist voll, alle in weiß. Bei mir, was ist da los? Was ist passiert? Ich habe nicht selbst gepackt, was soll ich dir sagen? Ja? Die ganze Stadt ist voll mit weißen T-Shirts, Eintracht-Fans sind da. Ich kann mir vorstellen, dass es für dich ein tolles Erlebnis ist, oder? Ja, du saugst es wahrscheinlich auf. Total, total. Vor allen Dingen die ganzen Eintracht-Fans zu sehen an den Plätzen und an den Straßen, wo du jeden Tag eigentlich langläufst, wo du zur Arbeit läufst. Und heute bin ich auf dem Weg, also bin ich langgelaufen und überall, wie du sagst, weiße T-Shirts, Eintracht-Schals. Also es ist unglaublich, unglaubliches Gefühl. Für dich ist es ein Heimspiel heute, ja? Ja, ja. Also, fühlt sich wirklich so an. Ich finde das wirklich grandios. Ja, jetzt sind wir ja unterwegs. Wie heißt der Platz, zu dem wir jetzt gehen? Ramblerer Wald treffen sich viele Eintracht-Fans und an der Plaza Catalunya, weil leider ist ein offizieller Marsch nicht erlaubt, aber das hält ja die Eintracht-Fans normalerweise nicht davon ab. Oftmals ist es so, zu marschieren. Also sich gemeinsam in Richtung Stadion aufzumachen. Ja? Genau. Das könnte natürlich sein. Ja, dann lass uns doch mal da hingehen, oder? Ja. Aber ich würde sagen, das machen wir heute unter uns. Und die Kamera, ne? Die lassen wir hier. Und schöne Grüße an die daheimgebliebenen. Wir gehen jetzt Fußball gucken. Ciao. Ciao, macht's gut. Liebe Leute, gestern Abend ist mir natürlich nichts mehr eingefallen dazu. Es ist der Tag danach, nach dem grandiosen Sieg, Pflichtspiel-Sieg in Barcelona. Wer hätte es geglaubt? Ich habe es doch vorher schon gesagt. Sagen jetzt alle. Leute, ich wollte mich bedanken. Wir fliegen jetzt gleich nach Hause. Vielen herzlichen Dank für die Einladung, Eintracht Frankfurt. Wir hatten 2-3 wunderschöne Tage in Barcelona. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß wie ich und geht mit einem guten Gefühl ins Osterwochenende. Ja? Ich bedanke mich. Macht's gut. Bis bald.